Heute sind wir im neuen Restaurant, muss ich sagen. Manche machen zu, manche machen auf und jetzt sind wir bei was aufmacht. Lasst euch mal überraschen, hier ist echt was los. Die haben Live-Musik am Strand. La Bianglais heißt das Ding, sieht man hier im Hintergrund. Wer es lesen kann, ist Seite verkehrt, aber macht nichts. schaut mal, ich drehe mal die Kamera. Also hier, schon da oben gibt es eine Terrasse. So, die bauen und bauen, die bauen immer mehr. Und da ist echt was los. Mopeds, auch meins, Autos. Also bei der Thais kommt es richtig gut an hier. Und meine Frau und mein Sohn sind auch dabei. Haben wir gedacht, wir gehen heute mal hierher für Live-Musik. Und der gute Mann passt da auf, den Parkplatzwächter. Daddy Gab. Mal sagen, guck mal daher, was da los ist. Ja. Brauchen wir einen Tisch. Saudi Gab. Samkorn Gab. Ja, ein bisschen was essen, was trinken, Shake, keine Ahnung. Sollen wir hierher? Ah. Sollen wir da vorne hinsitzen, besser, oder? Ja. Dann die Nun. Ja, oder? Die Live-Musik. Woher? Ja. Ah, kann lang leer, oder? Ab. Da ist schon mal richtig was los. Ab. Gerade festgestellt, der Platz war reserviert. Da ist echt was los. Schön. Und für die vorderen Plätze brauchen wir Reservierung sogar schon. Ja. Ja, also bin begeistert. Ist nicht alles zu, sondern es entsteht echt viel Neues und die Leute wären kreativ. Es ist ein ganz toller Platz. Ich laufe nachher nochmal rum, zeige euch mal, was wie es da einzelne Dinge, so die einzelnen Häuser. Da vorne gibt es einen Balkon, auf den man drauf sitzen kann. Verschiedene Säcke am Strand, so alles ein bisschen liebevoll gestaltet, der Schaukel natürlich, darf ja nicht fehlen. Ja, begeistert. Früher, also ich muss sagen, scheinbar scheint es sich echt so ein bisschen zu entwickeln. Zeitlang war das ja früher, war das immer so schöne Bars am Strand, das hat echt viel ausgemacht. Und dann hat es aber irgendwann für mich so ausgesehen, wie dann reicht schon, wenn man so eine Liege an den Strand stellt und verlangt 100 Baht dafür. Und dem ist nicht mehr so. Also die lassen sich echt was einfallen, die machen das schön, die wären kreativ. Finde ich cool. Also freut mich. Wirklich schön. Coole Bar. Und so Plätze, in die man reinsitzen kann, wie so Zelte. Da ist man echt privat. Wenn ich nicht komme mit der Kamera. Oder dann eben. Hier oben. Auch cool. Oder auch hier, Riesen. Ah, ja, wie sagt man denn? Podest. Dann gibt es hier. Wunderschön. Schaukel. Alles aus Bambus gemacht. Hier ist auch noch eine Schaukel. Will ich mir aber nicht wirklich draufsetzen. Dann diese Sala-Hütten. Wunderschön. Und natürlich Sonnenuntergang, unbezahlbar. Hier Säcke am Strand. Boah, was ist denn da vorne los? Massen von Menschen.
Zeug. Und dann hat man eben diese Sitzmöglichkeiten. Dieser Balkon hier oben. Super schön. Und dann alles immer wieder so mit Stoff. Ganz toll gemacht. Sehr schön. Man muss sagen, ich bin überrascht, wie viele Leute da am Strand sind. Ja, unsere Shakes sind auch schon gekommen. Wahrscheinlich kommt mein Sohn, holt mir ab. Kann man hier noch ein bisschen verweilen. Ja. Schön hier, gell? Ja. Gefällt mir gut. Guck mal, was da vorne Menschen an der, am Strand sind. Siehst du das? Ja. Wo kommen die alle her? Von Sophia. Ha? Von Sophia. Ich weiß nicht, das meine ich ja. Du wisst jetzt nicht, was für ein Resort oder was da ist. Noch einmal ein Restaurant oder? Muss ich echt passen. Ich kann mir gar nicht. Ach doch, Bangsak hat natürlich. Bangsak, da vorne die Restaurants. Ah, ja. Genau, das ist die Bangsakstraße. Die Beach Road. Und da sind dann eben dementsprechend jetzt. Ja, ist halt auch Wochenende. Dementsprechend viele Leute. Ich zoome da mal kurz hin. Müsste mal. Oh, da ist echt was los. Und dann natürlich ein Sonnenuntergang. Sehr schön. Ja, und Kim, seine Lehrerin, ist auch da. Also man trifft da auch immer wieder Leute. Auch sehr gut. Und natürlich gerne machen die Leute natürlich auch alle vom Sonnenuntergang dann auch Bilder oder eben Filmchen, so wie ich das auch tue. Sehr schön, ja. Ich ziehe das jetzt einfach noch ein bisschen in die Länge. Ich meine, die Sonne geht ja nicht schneller unter. Aber ich lasse das einfach mal so weiter. Und die Farben werden ganz toll, der Himmel. Das ist eh immer, wenn so ein paar Wolken mit drin sind beim Sonnenuntergang, ist das immer schön. Auf mir, muss ich sagen, mir gefällt es unglaublich gut hier. Sehr schön. Das ist auch, es tut gut, muss man sagen. So viele Leute zu sehen, dass sich was bewegt. Gehe jetzt mal meinen Shake trinken und komme dann gleich wieder. Good time in town. Sing on, look.
So Esser haben wir ja noch nicht. รักกันด้วยความดีเสียเกินที่รักกันมีเธอเป็นต้องสู้รู้แค่รักกันให้นานเท่านั้นพอ So für mich gibt's einen Maracuja Shake für die Kim noch nichts und die Donna hatteKokosnuss-Shake. Und es schmeckt doch. Lecker. Probier meinen auch mal. Gut. Hallo, Leute, ich bin der PC Dala. Ich bin der PC Dala. Ich bin der PC Dala. Ich bin der Lemon-Shake kriegt ihr.Und schmeckt deiner auch? Probier gleich mal. Ja, ist gut. Gut. Ach, jetzt gehen wir noch in die andere Richtung, genau. Da hinten war ich noch nicht. Ja, da war ich noch gar nicht. Ja, ja.Ich muss sagen, die zwei, die gefallen mir. Echt gute Musik hier. War schön hier, gell? Ja. Wirklich? Und gefällt dir's? Ja. Okay, ich glaube, ihr habt einen Eindruck gehabt, wie sie aussieht. Und wir lassen uns jetzt das Essen schmecken und genießen noch ein bisschen den Abend. Also, tschüss. Gute Musik. Ja, das ist super Stimme. Seid ihr ja eine super Stimme? Ja. Sängerin, oder? นั่นคือน้ำตาจากใจ